Und wir machen direkt weiter. Okay, ich werde erst einmal sehen, was passiert, wenn wir es Dio gegenüber tatsächlich wagen, betrügen zu wählen. Wie gesagt, ich rechne ganz fest mit einem Totenkopfende, aber ich hoffe, dass ich wenigstens noch mit ansehen kann, wie wir ihn lynchen bis zum geht nicht mehr. Den Drecksack. So, 3, 2, 1, betrügen. Jetzt zugegeben, die Gefühle kommen jetzt gleich wieder hoch, wenn ich diese Musik höre. Das war jetzt schon ein kleiner emotionaler Moment innerhalb dieses Ambidex-Raumes. Das war schon gut gemacht, muss ich sagen. Oh je, Dio blickte zu uns rüber, als er seinen eigenen Raum verließ. Ich sah weg, bevor er Augenkontakt herstellen konnte. Sigma, warum? Nach all dem Zeug, das du gesagt hast. Ich meine, es ist nicht so, als ob ich dich dafür kritisieren würde. Ich meine, du hast die richtige Wahl getroffen. Tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich glaube, ich hätte Betrügen gewählt, wenn ich in deiner Situation gewesen wäre. Wir werden einen anderen Weg finden, in Ordnung? Wir müssen einfach nur ein Auge auf Dio haben. Sobald er uns eine Schwachstelle offenbart, dann nutzen wir das aus. Und ich bin sicher, dass Alice uns auch helfen wird. Wirst du es ihr hast du es ihr gesagt? Ist schon okay. Wir können Alice vertrauen. Niemals im Leben hat sie es ihm gesagt. Jedenfalls, lass uns die Resultate checken. Ja. Also hat sie wenigstens jemandem gesagt, bevor... Gott sei Dank. Also mit anderen Worten, sie hat erfolgreich das getan, was Sigma eigentlich auch schon hätte tun können, nachdem er gesehen hat, dass Dio sich eingeschlossen hat. So, aber Kay hat jetzt auch 9 Punkte. Das ist jetzt auch ein Problem. Oder? Es könnte jetzt sein, dass er an Dios Stadt rausläuft. Hat er ja schon mal gemacht. Hey! Was zur Hölle soll das? Tut mir leid, ich habe mich entschieden, betrügen zu wählen. Oh, also ist es dir scheißegal, was mit Quark passiert? Was für eine Art kaltherziger Bastard bist du eigentlich? Wow. Bitte. Gib's einfach zurück. Hey, Sigma, wovon redest du da? Wir haben das Axelavier gefunden, in dem Laboratorium. Und Dio hat's gestohlen. Was? Du meinst, er hat es? Jetzt gerade? Na, ich hab's nicht. Was? Nun, ich werde es nicht mehr haben in 2 Sekunden. In dem Moment, in dem die Worte seinen Mund verließen, wusste ich, was er tun wollte. Nein, nicht! Ich sprang auf ihn zu, als ich sprach, aber es war bereits zu spät. Dio nahm das Fläschchen aus seiner Hand. Scheiße. Und schmiss es auf den Boden. Nein. Du Bastard! Was machst du? Ein Versprechen ist ein Versprechen. Wenn du Verbünden gewählt hättest, wäre das nie passiert. Willst du jemandem die Schuld geben? Gebt euch gefälligst die Schuld. Ich hatte genug. Irgendetwas in meinem Gehirn ist durchgebrannt. Bastard! Ich ließ einen mächtigen Brüller von mir und sprang nach vorne. Nur um direkt von einer Hand an meinem Arm gestoppt zu werden. Es war Vieh. Moment! Warum hältst du mich auf? Weil das nicht die Zeit dafür ist. Hä? Was meinst du damit, dass es nicht die Zeit dafür? Schau dir die Nummer 9 Tür an. Ah, Kay. Kay stand in der Tat vor der Tür. Was macht er? Nein! 9. Seine AP sind 9. Was? Plötzlich rannten wir alle auf Kay zu. Ja.
Alter, du Arsch! Ey, ohne Scheiß, er muss Alice bewusstlos geschlagen haben, weil sie stand da jetzt auch nicht mit uns draußen, oder? Kay, was zur Hölle? Glaubst du, was du da tust? Was ich tue? Nun, das sollte offensichtlich sein, aber wenn du darauf bestehst, ich beabsichtige zu gehen. Willst du mich verarschen? Ich versichere dir, dass ich so etwas nicht tun würde. Ich bin total... Es ist mir vollkommen ernst. Nach einer rationalen Überlegung der Fakten bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das die weiseste Entscheidung sein muss. Was ist momentan unsere höchste Priorität? Die Antwort ist natürlich Quark retten. Er muss in ein Krankenhaus so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Damit das passiert, muss einer von uns entkommen und nach Hilfe rufen. Momentan ist der einzige von uns, der dazu in der Lage ist, ich selbst. Und darum ist es meine Absicht zu entkommen. Und uns alle zurückzulassen. Das ist nicht, das ist nicht zu vermeiden, aber wie gesagt, ich beabsichtige, um Hilfe zu rufen. Hättest du nicht zumindest bis zur nächsten Runde warten können? Dann hättest du Quarks BP auf 9 erhöhen können und ihn mit dir nehmen können. Und was wäre passiert, wenn Dio Quarks... Und was wäre passiert, wenn Dio Quarks nächster Gegner gewesen wäre? Ich mache mir keine Illusionen darüber, was Dio tun würde. Da hat er zugegebenermaßen einen guten Punkt. Das ist die logischste Wahl. Na super. Jetzt ist ja eh zu spät. Warte! Wo ist Alice? Ah ja, Alice ist in dem AB-Raum. Habe ich mir fast gedacht. Er hat sie bestimmt K.O. geschlagen. Sie ist zusammengebrochen, aber ihr braucht euch nicht zu sorgen. Sie schläft nur. Oh nein! Was hast du ihr angetan? Das wirst du sie selbst fragen müssen. Ich muss nun gehen. Hey, Gottverdammt! Warte! Dio stürmte auf Kay zu. Aber der größere Mann tänzelte leicht zur Seite. Ja, und duckte sich unter der Tür hindurch, kurz bevor sie sich schloss. Das war's. Na super. So, können wir jetzt bitte den Dio lynchen? Ist es jetzt möglich? War ja klar. Ich will sehen, wie dieser Drecksack von uns so richtig in die Mangel genommen wird. Dem möchte ich die Eier in die Drechselbank hängen für den Drecks... für den ganzen Scheiß, den er abgezogen hat. Aber das Spiel will mir noch nicht einmal das gönnen. Stattdessen wurde ich jetzt damit abgelenkt, dass Kay durch die Nummer 9 Tür entkommen ist. Toll. Die Rachegelüste an Dio bleiben aber immer noch da und sie wurden nicht befriedigt. Böses Spiel! Ganz böses Spiel! Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Tja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich eines der Schlösser aufschließen oder soll ich lieber hier noch weitermachen? Naja, ich würde sagen, am besten wäre es jetzt zumindest das eine Schloss hier aufzuschließen. Bevor ich jetzt mit einer anderen Route anfange. Wisst ihr was? Ich werde jetzt zumindest dieses Schloss hier öffnen. Das Schloss hier bei dieser Zeitlinie, da werde ich mir Zeit für lassen. Da werde ich zuallererst diese Zeitlinie hier durchspielen. Aber jetzt momentan will ich wissen, gibt es einen Beweis dafür, dass es kein Mord war? Ich schätze mal, die Informationen... dass Radical 6 eindeutig zu Selbstmordgedanken führt. Oder zu einem Selbstmordtrieb. Ja. Scheint ein Beweis zu sein, in Anführungszeichen. Auch wenn das eigentlich ein Beweis ist, den wir vorher bereits beobachtet haben. Ich meine, Quark hat sich in dieser Zeitlinie ja auch bereits umgebracht oder fast umgebracht.
Deswegen verstehe ich nicht, warum ich dafür extra ein Tagebuch habe finden müssen, das mir diesen Fakt bestätigt. Okay. So, wer hat's getan? Da. So. Vorsichtshalber, ich will jetzt nicht auf Skip, auf die Skip-Funktion zurückgreifen, aus Angst, dass ich dann direkt ein paar Sätze überspringe, sobald was Neues kommt. So, jetzt wird sie wieder runterzählen. Ah! Okay. Aha, das Tagebuch, tatsächlich. Diejenigen, die die von Radical 6 infiziert worden sind, entwickeln eventuell einen starken Drang, um Selbstmord zu begehen. Genau. Das ist der Knackpunkt. Plötzlich setzte sich Clover in Bewegung. Ich sprang nach vorne und klammerte meine Hand um ihre... Oh, um ihr Handgelenk. Was machst du? Clover, hör mir zu! Alice wurde nicht getötet! Niemand hat sie ermordet! Sie hat sich ihr eigenes Leben genommen. Was? Nein! Wow! Trophäe freigeschaltet, I can't believe it's not murder. Also ich kann nicht glauben, dass es kein Mord war. Nein, das würde sie im Leben nicht machen. Es ist wahr. Sie hat sich selbst mit dem Skalpell ins Herz gestochen. Na gut, und wo hat sie dann das Skalpell her? Nun, ich habe gehört, wie jemand in die Krankenstation gekommen ist, genau nachdem das AB-Spiel endete. War das bevor ich auftauchte? Ja. Ich bin aufgestanden, um zu sehen, wer es war, aber die Person war bereits verschwunden. Es hätte Alice sein können. Also hätte sie dann das Skalpell entwenden können? Ja, ich glaube schon. Du lügst! Das ist eine Lüge, das muss es sein! Ist es nicht. Es ist die Wahrheit. Und warum hat sie es gemacht? Warum sollte Alice sich selbst umbringen? Sie hatte wahrscheinlich keinen Grund. Was? Sie wurde mit Radical 6 infiziert. Darum, das hat sie umgebracht. Aber du hast gerade gesagt, sie hat sich selbst umgebracht. Jetzt erzähl mir einfach nur die Wahrheit. Das tue ich. Dann beweise es. Deine 10 Sekunden sind schon vor langer Zeit abgelaufen. Also wenn du keinen Beweis hast... Ich habe ihn. Ich habe Beweise. In dem Laboratorium, in dem ihr wart, gab es doch ein Tagebuch, nicht wahr, Kay? Zeig es mir. Ein Tagebuch? Es musste auch in dem Safe gewesen sein. Ah, nun, Alice muss es gehabt haben. Vieh, kannst du... Ja, ich fühle mich nicht danach, den Körper einer toten Frau anzufassen. Könntest du nachsehen? Sicher. Ihre Hände zitterten kaum, als sie schnell Alice' Kleidung durchsuchte. Es dauerte nur Sekunden, bevor sie aufhörte. Langsam und vorsichtig zog sie etwas hinaus. Da war es, das Tagebuch. Vieh versuchte es mir auszuhändigen, aber ich schüttelte den Kopf. Du wirst es lesen. Es ist auch in Latein. Also, ja. Es wurde in Latein verfasst. Ich kann es überhaupt nicht entziffern. Sie zog eine Augenbraue hoch und, ja, öffnete das kleine Buch. Als sie mich wieder ansah, dann war dieser Blick eine Mischung aus Verdacht und Überraschung. Ah, ja, es ist Latein. Aber das zu übersetzen ist unmöglich. Es ist voller Worte, die ich noch nie zuvor gehört habe. Ich kann kaum etwas davon verstehen. Seite 216. Hä? Blätter um auf Seite 216. Du solltest in der Lage sein, die zu lesen. Fies Gesichtsausdruck verfinsterte sich, aber sie tat wie geheißen. Ich sah ihre Augen, wie sie schnell die Seite durchsuchten, bevor sie mich mit
Ja, bevor sie mich mit weiteren Verdächtigungen oder mit einem erneuerten Verdacht ansah. Ja, die Seite kann ich lesen. Woher wusstest du das? Nein, warte. Hoppala, Entschuldigung. Nein, warte. Woher wusstest du überhaupt, dass es ein Tagebuch in dem Laboratorium gab? Ich wusste es einfach. Du wusstest es einfach? Komm schon! Ey, jetzt ganz ruhig. Du wusstest ja schließlich auch... Ohne Scheißvieh. Sie müsste diejenige sein, die mich am besten in dieser Situation verstehen kann, denn am Anfang des Spiels, völlig unabhängig, in welcher Zeitlinie ich war, das war ja direkt am Anfang des Spiels, wusste sie meinen Namen. Sie wusste, dass ich Sigma heiße. Also, was hat's damit auf sich? Hä? Wir sitzen beide im selben Boot, Vieh. Komm schon. Schau mal, lies es einfach, okay? Clover wird hören wollen, was es zu sagen hat. Okay? Oder? Ja. Nun gut. Gib mir einen Moment, mir das Ganze zu überblicken. Nach ein paar Momenten, in denen sie sich selbst etwas auf Latein zuflüsterte, begann Vieh zu übersetzen. Ja, und somit... die Seite des Journals zu übersetzen, ja. Radical 6 reduziert, ja, das kennen wir ja bereits. Es reduziert die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns um die Wurzel eines Sechstels. Genau. Oh Lord, bitte. Lass ihre Zukunft eine scheinende sein. Vieh schloss das Tagebuch mit einem leichten Klappen. Oder mit einem sanften Klopfen. Eine kranke Stille breitete sich im Raum aus. Der Zeitungsartikel, die Aufzeichnung, die Konversation mit Tenmyoji und jetzt dieser Tagebucheintrag. Man konnte sich vor der Wahrheit nicht länger verstecken. Die Pandemie ist bereits geschehen. Clover, alles von Clovers Rage verschwand plötzlich und sie sank auf den Boden hinab, während Tränen ihr Gesicht herunterrollten. Keiner von uns hat es fertiggebracht, etwas zu sagen, und für mehrere lange Momente war das einzige zu hörende Geräusch im Raum Clovers Schluchzen. Ja, ist auf jeden Fall eine harte Pille, die sie jetzt schlucken müssen. Wir haben ein Problem. Es ist schon fast Zeit für die primären Türen, dass sich die primären Türen öffnen. Ja, nur noch 10 Minuten übrig. Tut mir leid, aber ich werde mir dann Alices Armreif nehmen. Vieh und ich werden ohne sie nicht in der Lage, oder ohne ihn nicht in der Lage sein, die sekundäre Tür zu öffnen. Also war sie ein Magenta-Paar, genau wie ich? Du hast es jetzt erst bemerkt, oder? Während er sprach, nahm Dio sich den Armreif vom Boden und ließ ihn in seine Tasche fallen. Welche Farbe hat dein Armreif, Luna? Ich bin ein Cyanes Paar. Dann bist du ein Teil von Clovers Paar. Das bedeutet, ihr zwei werdet mit mir kommen müssen. Ich schätze schon. Komm schon, Clover, wir müssen gehen. Alice hätte von dir gewollt, dass du überlebst, oder nicht? Du wirst niemals in der Lage sein, herauszufinden, warum das alles passiert ist, wenn du hier bleibst. Bitte. Du hast recht. Alice, ich verspreche, dass ich herausfinden werde, was mit dir passiert ist. Ich werde herausfinden, wer Zero wirklich ist. Ich meine... wenn du nie hier eingeschlossen worden wärst, hättest du niemals... Dann wäre das nie passiert. Also hat Zero dich umgebracht. Ich verspreche es. Ich werde dich rächen. Clover stand auf und rieb sich mit den Händen über die Augen. Und verwischte damit die Tränen über ihre Wangen.
Dann, ja, mit einem entschiedenen Gesichtsausdruck ging sie aus dem Raum raus. Nun gut, wir haben keine Zeit mehr. Oi, jetzt gerade, ja. Das ist jetzt ehrlich gesagt lustig, dass du das jetzt so gesagt hast, Clover. Denn mein Wecker hat sich jetzt auch gerade gemeldet, dass die 20-Minuten-Marke langsam erreicht ist. Das war jetzt ein unfassbar krasses Timing. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Spiel? What the fuck? Jetzt mal ohne Scheiß, ohne Witz. In dem Moment, in dem sie das gesagt hat, ging mein Wecker los. Das ist jetzt echt gruselig. Okay. Alles klar, ja. Wenn, also, wer bin ich schon, dass ich mich fies Worten widersetzen soll? Ganz ehrlich. Dann tun wir es so, wie Fies gesagt hat. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wo wir sehen werden, in welchen Raum wir nun jenseits der weißen Türen gelangen werden. Ich bin gespannt. Also dann, bis dahin. Ciao, ciao.